Let's Play Enroll, weiter geht's. Nisanfall ist, wie es aussieht, vorbei. Was ich begrüße. Und wir sind angekommen, wo wir hin wollten. Jetzt gucke ich aber mal hier noch, ob da noch was ist. Und da ist natürlich auch was. Frostsalze, Lavendel und Salz. Genau, wonach ich gesucht habe. Na dann, gehen wir doch mal hier rein. Mit unserer netten, heißt die Dahlia? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt du? Kalia. Bitte keine Spinnen. Doch, Spinnen. Mann. Ja, ihr schaut genug Scheiße aus. Bäh. Nimm das. Viech mit zu vielen Beinen. Bäh. Stimmt doch alles voll hier unten. Mag das nicht. Kommst du? Sie kommt. Ah, jetzt dachte ich, die wäre schon tot. Die Axt ist krass. Wo habe ich die nochmal her? Genau, irgendwo gefunden. Hallo? Warum geht denn die so ab? Geht nix. Komm, Dahlia. Kalia. Sie heißt Kalia Neo. Kalia. So, was kommt hier unten? Wieder Spinnen oder was ekeligeres? Oh, ich habe Stimmen gehört. Da geht man ein paar Schritte weg und dann das hier. Das ist doch nicht zu fassen. Aber es waren einfach zu viele. Woher hätten wir das denn wissen sollen? Wir haben. Ihr habt versagt, das habt ihr. Drei unserer Leute sind tot und der Eingang ist versperrt. Scheiße ist das doch, verdammte Scheiße! Lasst mich alleine, ich muss nachdenken. Hm, das klingt ungut. Ihr? Von allen Menschen dieses beschissenen Landes hätte ich euch am wenigsten erwartet. Hallo, Freude? Ja, Arantial konnte es kaum erwarten, mich nach der Weihe auf eine Mission zu schicken. Na dann Glückwunsch. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es einen weiterbringen soll, sich den Schädel mit irgendwelchen Drogare zuzudröhnen. Nachtschattenelixier ist nicht irgendeine Droga, sondern eines, das den Geist in einen einzigartigen Zustand versetzt und dessen Rezeptur nur der Orden kennt. Vielleicht solltet ihr das wissen, bevor ihr über unsere Traditionen urteilt. Na, jetzt weiß ich es. Und wer seid ihr, bitteschön? Kalia Sakharisch, Hüterin des ersten Siegels. Ich bin gemeinsam mit dem, den ihr als Propheten bezeichnet, zur Hüterin erhoben worden. Sakharisch? Ihr seid das Mädchen aus dem Dorf? Vielleicht. Wieso? Habt ihr von mir gehört? Naja, es gibt ein paar interessante Gerüchte, die euch da umgeben. Sagen wir es so. Aber mir soll's egal sein. Ihr beide seid auf jeden Fall fähiger als diese Tölpel von der Arkagarde. Eigentlich kommt ihr wie gelegen. Ihr werdet überrascht sein. Aber ich sehe mich gerade wieder mit fast derselben Situation wie in Aldra Shengrad konfrontiert. Ich scheine solche Scheiße wirklich anzuziehen. Lasst mich raten, wie das fast. Ist, ne? Diesmal waren es Banditen. Ah. Sie sind vor kaum 2 Stunden hier hereingestürmt und haben uns vollkommen überrümpelt, wie blutige Anfänger. Das ist schlecht. Wo sind diese Banditen? Ja, das ist ja das Problem. Seht ihr den Gang hier links? Der führt runter in die Ruine. Und was machen diese Mistkerle? Sie rennen geradewegs hinein und schaffen es auch noch irgendwie, einen Fallmechanismus zu aktivieren, der den Gang hermetisch abriegelt. Jeder, der der Pforte jetzt so nahe kommt, wird gegrillt. Und nun können weder wir runter noch sie hinauf. Hm, ich schätze, diese Maschine, von der Arantial sprach, befindet sich in den unteren Gefilden der Ruine, richtig? Zumindest deutet alles darauf hin. Das macht die Situation ja auch so ärgerlich. Wären hier unten nur Knochen und Gebeine, könnten wir einfach abziehen. Seid ihr euch sicher, dass sie nicht zu den Söldnern aus Old Raschengrad hören? Nein, sie trugen keine Uniform und außerdem wirkten sie unorganisiert und verängstigt.
So als würden sie vor etwas wegrennen. Ich glaube, dass dieser Überfall nicht geplant war. Vermutlich dachten sie, die Ruine sei leer. Und dieser Mechanismus lässt sich nicht irgendwie außer Kraft setzen. Irgendwie sicherlich schon. Aber würdet ihr den Hebel zum Deaktivieren einer Falle an der Tür, die sie beschützen soll, platzieren? Ja. Wir müssen einen anderen Weg runterfinden. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Einen versteckten Eingang, für den man allerdings einen Mechanismus lösen muss. Toll. Kommt, ich zeige ihn euch. Wer weiß, vielleicht seht ihr ja wieder irgendwas in der Vergangenheit, das uns weiterhilft. Du kleine, gehässige Mistgöre. Das war bestimmt sarkastisch. Da wären wir. Ich glaube, diese Glocken haben mit des Rätsels Lösung zu tun. Das muss eine Art Noteingang oder Ausgang gewesen sein. Und bevor ihr fragt, der tote Kamerad in der Mitte der Plattform war schon so, als wir hineingekommen sind. Das muss irgendeine Art Magie sein, die seinen Körper so lang vor dem Verfall bewahrt. Okay. Glocken haben wir. Hat. Vielleicht sogar etwas, das mit dieser Leuchte zu tun hat. Wer weiß. Naja, seht euch einfach mal um. Ganz gleich, wie sehr ihr es versucht, die Glocke bewegt sich kaum. Ihr solltet eine Möglichkeit finden, sie anderweitig zu läuten. Los! Vielleicht, ist etwas? Ihr seht blass aus. Ich hab's mir zum Glück nicht gemerkt. Tatsächlich? Dann hatte die Magierin ja doch recht gehabt. Was habt ihr... Womit hatte ich recht? Gibt den Scheiß auf. So. Womit hatte ich recht? Ja, tatsächlich eine Vision. Und ich glaube, ich weiß nun, wie wir diesen Mechanismus hier in Gang setzen können. Im Ernst? Beim Arsch des Propheten, das kommt ja gelegen. Aber mir soll's recht sein. Siehst aus wie also, Two-Face. Was hat es mit den Glocken auf sich? Die Glocken müssen in einer bestimmten Reihenfolge geläutet werden. Lasst mich mal sehen, ob ich die wieder zusammenkriege. Klar doch. Seht nur zu, dass uns das Dach nicht überm Kopf zusammenbricht. In Ordnung? Alles klar, Two-Face. Jetzt siehst du anders aus. Nein, das klang falsch. Noch einmal von vorne. Das klang richtig. Dann das? Das klang richtig. Dann das? Nein, das klang falsch. Okay. Noch einmal von vorne. Das klang richtig. Ja, das stimmt. Das klang richtig. Ja, toll. Und jetzt? Nein, das klang falsch. Noch einmal von vorne. Leck mich. Ja, das stimmt. Das klang richtig. Das stimmt. Das klang richtig. Nein, das klang falsch. Noch einmal von vorne. Ich rost aus. Nein, das klang falsch. Noch einmal von vorne. Nein, das klang falsch. Noch einmal von vorne. Ja, ich kenne mich aber nicht mehr aus. Nein, das klang falsch. Noch einmal von vorne. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das klang richtig. Das klang richtig. Und jetzt? Ja, haha. Habt ihr das was gehört? Das was muss ist denn das jetzt? Ein Scheiße! Mal. Was ist das? Ups. Kalia? Wo ist Kalia? Kalia! Ah, Ratzegrüppel!
Noch mehr Ratzerkrüppel. Der Felsendom. Oh, wo ist denn Kalia jetzt hin? In die Tiefen. Ja, muss ich wohl. Tja, ist schon wieder so viele Ladebildschirme. Bin ich hier in Ark? Könnte man ja fast meinen. Genau. Ich bin lieber hier unten als bei diesem seltsamen Wald. Schon, aber. Ach, ich wusste einfach von Anfang an, dass es ein Fehler war. Muss man hier noch gucken. Hast du gesehen, was sie mit Draco gemacht hat? Er hat sich einfach aufgelöst. Ich meine, wie ist das möglich? Er hat sich aufgelöst. Das klingt nicht gut. Aber Karek wird das schon wieder hinlegen. Der Karek macht es schon. Irgendwo muss es einen zweiten Aufgang geben. Und wenn wir oben sind, nehmen wir einfach diese Stablutscher auseinander. Die werden genug Wertvolles dabei haben, um den Scheiß von vorhin wieder wegzumachen. Da verwette ich meine Eier drauf. So. Und das war's dann auch schon mit dir, mein Freund. Lederhaut im Schmidt. Schöne Falle, zurück bin ich nicht rein. Hä? Warte mal. Wie viel gibt's denn von euch hier? Elender Bastard! Ha! Was hast du gesagt? Ich hab dich leider nicht verstanden. Stahlpfeil nehme ich mit. Und mehr scheint sie aber jetzt auch nicht zu geben. Untersuche Äpfel. Siehe da, ein roter Apfel. Der Überraschungsloot des Tages. Oh yeah. Der war nett. Der war sehr nett. Das? Rolle der Wohltat. Mist, da konnte ich den leckeren Grillteller doch nicht mitnehmen. Das geht doch gar nicht. Aua, aua, aua. Da ist wer. Hehe. Ich frage mich, ob es gewollt war, dass man diese Axt oder sowas schon so früh findet, weil irgendwie finde ich die echt heftig, oder? Moment mal. Nein! Stirb! Wo ist denn, es kann doch nicht sein, dass Kalia jetzt so weit weg ist. Das möchte ich jetzt nicht glauben. Die ist ja mit mir runtergefallen, es sei denn, ich war jetzt wieder irgendwie so der bewusstlosen Hans. Und dann würde ich mir die Frage stellen, warum rennt sie einfach weg? Wart nicht, bis ich vielleicht wieder aufstehe oder sowas. Muss mir was mampfen.
Eigentlich ganz angenehm hier unten. Nur so ein paar so blöde Banditen. Von denen es irgendwie saumäßig viel gibt. Die aber allesamt nichts drauf haben. Hauptsache keine Spinnen mehr. Spinnen, nein, danke. Das war übrigens mein Slogan, wo ich klein war. Hatte mir so einen Button gemacht, Spinnen, nein, danke. Ich habe versucht, die Message noch draußen in die Welt zu tragen. Hat aber nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wo das ist. Meine Mutter hat das mal erzählt, da waren sie auf Hochzeitsreise. Das war wohl irgendwo an so einem komischen See. Was weiß ich. Und meine Mutter ist ja so, wie es bei vielen Frauen halt so ist. Also da ist es einfach nicht nur der Ekel vor Spinnen jetzt bei mir, dass ich sage, bäh, ich finde die ekelhaft, sondern da ist es schon wirklich ein Stresslevel, wenn da eine Spinne ist. Also da ist Panik. Und die hatten da in dem Hotel geschlafen und die Anweisung, also da hieß es eben, Spinnen töten ist verboten, weil das war ja an dem See und da gab es halt so viele Mücken und Ungeziefer, dass die dort die Spinnen haben wollten, gegen eben gerade wegen dieses Ungeziefer. Und dann einfach derzeit kam sie ins Hotelzimmer, da überall an den Fenstern Spinnen und was weiß ich. War voll krass, ich weiß nicht, ob das heute noch immer noch so ist. Ich weiß auch nicht, wo das war. Aber irgendwie hätte ich auch so gar keine Lust, dann in so einem Hotel zu pennen, wo er dann nachts irgendwie eine Spinne ins Maul kriegt oder sowas. Bäh. Hallo. Auf Ausdauer. So, nix. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch richtig bin hier. Wahrscheinlich. Wo soll es auch sonst weitergehen? Die wichtigste aller Fragen ist immer noch, wo ist Kalia? Was zum Henker? Na bitte, der Trick funktioniert doch immer wieder. Und was sagst du jetzt, du mieses Stück Scheiße, hä? Ich werde dich dafür zahlen lassen, was du meinen Männern angetan hast. Ah, und zwar... Kalia. Na, großartig. Der Mistkerl hat seine kleine Schlampe mitgebracht. Legt die Waffe weg. Ich will euch nicht verletzen. Ist das so? Eure Männer sind alle tot. Selbst wenn ihr uns besiegt. Oben warten 3 Dutzend Soldaten auf euch. Also legt die Waffe weg. Sonst werdet ihr es bereuen. Welch eine Entschlossenheit. Na schön, dann... Stirb! Na dann. Hä? Heilige Scheiße. Boah. Was zum Henker war das denn jetzt? Geht es dir gut? Was zum Henker war das? Er hat mir keine Wahl gelassen. Was ist mit dir? Hat er dich verletzt? Das ist meine Frage nicht beantwortet. Was war das eben? Deine Haut, dieser Nebel, du warst anders. Was soll das werden? Ein Verhör? So wie ich das sehe, habe ich dir gerade dein Leben gerettet. Also tu mir einfach den Gefallen und behalt deine verdammten Fragen für dich. Es tut mir leid, dass... Das ist alles etwas viel auf einmal. Reden wir darüber, wenn wir zurück im Tempel sind. Okay. Ich bin Malphas sei Dank in ein Dickicht weiter unten in der Ruine gefallen und habe dort eine Art Maschinenraum gefunden.
Von dem aus konnte ich auch den Fallenmechanismus oben außer Kraft setzen. Zumindest hoffe ich, dass es das war. Wir werden sehen. Naja, siehst du das Lager da unten? Das sollten wir uns mal ansehen. Absolut, absolut. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann.